So, und willkommen bei dem nächsten Level, von dem ich schon weiß, was das ist, weil das, also, wenn es das ist, was es früher war, und zwar eine schicke U-Bahn-Fahrt. Ich hoffe, es ist noch, weil ich habe diese Map früher immer sehr gemocht. Deswegen wäre ich jetzt nur allzu traurig, wenn es jetzt keine U-Bahn-Fahrt mehr geben würde, sondern auch was anderes kommt. Das wäre echt schade. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, eine etwas kürzere Map. Wir werden es sehen, meine Damen und Herren. Und es sieht aus, ja doch, es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese U-Bahn-Map. Dankeschön, brauche ich nicht mehr. Ah, der Anfang war ein bisschen schwieriger, die Treppen da. Da weiß ich noch, da bin ich sehr oft hängen geblieben. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Ich hatte gerade das Gefühl, von zwei Seiten beschossen zu sein. Werden. Oh. Woher kam dieses Gefühl bloß? Danke. Okay. Nein. So, was ist das denn? Keine Ahnung. Ach Mann. Alter, leck mich. Wow. Andererseits kann ich gleich mal hier runtergehen. Stimmt schon. So, jetzt gehe ich wieder hoch. Dann locke ich sie nämlich alle zu einem Punkt. Und das macht potenziell die Sache wesentlich einfacher. Und hier die Schwelle nicht überqueren, also noch nicht, weil das ist ein One-Way-Ticket. Wenn man da einmal einsteigt, kommt man die wieder raus. Deswegen muss ich mir erstmal oben die schöne Munition gönnen, die hier rumliegt. Ja, das auch. Bringt mir aber nichts. So, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Munition. Das war alles? Ernsthaft? Na gut, Schrotflinte gibt es hier noch massig. Kurz aber nicht. Ich hätte wohl noch ein bisschen mehr auf meine Schrotflinte gehen sollen. Na egal. Weil wie gesagt, wir kommen hierhin leider nie wieder zurück. Das ist mal mein Ticket. Okay, wir werden also erstmal primär die hier benutzen. Und jetzt, bam, das war's. Und jetzt guckt mal. Es sieht einfach aus, als wenn wir losfahren würden. Fun Fact, wir fahren gar nicht. Sondern das hier ist eine scrollende Textur. Heißt also, die Wand, alles bleibt genau gleich. Nur die Textur scrollt halt durch. Und mit dem entsprechenden Sound im Hintergrund hat man das Gefühl, dass man sich selbst bewegen würde. Ja, ich weiß nicht. Genau. So, müssen wir gucken. Hier ist Ende. Oh. Okay. Okay, Wang 1 gesäubert. Boah, da ist noch einer. Meine Fresse. Boah, Alter, diese scheiß Kakodin sind mir jetzt schon auf den Sack. Wo bist du denn? Dankeschön. Und der andere war...
Ach komm, trau dich. Wo sind jetzt diese kleinen Scheiß-Krokodile? Ah, da. Hä? Da. Och Mann, Junge, komm doch mal her. Ist doch hier nicht mehr annehmbar. Ach Scheiße, Alter. Geht doch. Noch mehr? Gut. Dann können wir jetzt uns um die nächste Mal kümmern. Ich hätte nämlich bei einer Säuberungsaktion doch schon gerne Ruhe. Oh, Alter. Oh, Alter, ich kann mich doch auf mehreren Halt. Nein. Nein, ist tot. Na, komm her. Nein. Ihr müsst jetzt alle kompletten jetzt hier. Leute, mal weg hier. Meine Fresse, komm her. Wow. Ach komm. Digga, wie kann der überleben? Dankeschön. God damn it. So, hier ist die blaue Karte. Das brauchen wir nicht mehr. Hör ich gerade noch so ein. Ja. Gut, das genehmigen wir uns mal ganz kurz. Warum sind die denn schon hier? Ja, also wie ihr seht, hier fährt gar nichts. Ach komm. Das sind mir zu viele Geschiete oder zu viele Kapitel ruhen. Alter, aber die liegt ja so bereitwillig. Und wie können sie uns nicht nehmen, wo die Aufhörung des Zuges ist? Da ist ja schon hart traurig. Halt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die Viecher, die da drinnen sind, das sind nämlich zwei von diesen oh komm, ganz ehrlich. Gott, ich habe viel zu viel verschwendet. Aber wenn ich viel zu viel sage, meine ich viel zu viel zu viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich hier noch hatte. Ah, gut. Hoffentlich kriege ich eine einigermaßen äquivalente Rückerstattung. Wobei das irgendwie nicht ganz so aussieht. Nee. Oh. Fängt ja schon mal gut an. Alter, ich hasse euch alle. Hier wird eigentlich ein wunderschöner Run gewesen. Nein. Oh, man kann runterfallen. Ist nicht so wie bei der anderen Map, wo man praktisch hier durch eine unsichtbare Mauer geschützt wurde. Nice, Dyson. Okay. So, dann speichern wir mal. Kommt man nicht rein, kommt man auch nicht rein. Oha. Na, kommt her. Kommt her. Ich warte auf euch.
Das war jetzt haarscharf. Ah, hat man noch nicht genug? Braucht er noch ein bisschen? Wenn du schon Auto Aim machst, dann triff wenigstens auch. Oh. Sag mal, warum können die mich treffen, aber ich sie nicht? Das macht keinen Sinn. Hin. Was? Och man, Bullshit. Na kurz, die kommen nicht hoch und kommen auch nicht lang. Ja, leck mich doch. Alter, langsam geht die. Digga, wieso können die immer auf mich zielen, aber ich kann die ja nie auf die zielen? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, ja? Da denkst du, du hast einigermaßen starke Waffe und dann so ein Scheiß. Ja, die ist da. Ja, siehst du, ich hatte nur noch 100% Leben. Ach, leck mich doch. Nö. Ja, komm, komm, komm. So machen wir das. Wenn kein Geld da ist, wird bei allen die in die Tasche gefasst. Wenn dein Mut hat, wenn du den Knaben voll FM8 und fast GPS macht, ist im Mathe ein Sack und ein Sack. So, dann gehen wir jetzt mal auf Konfrontationskurs. Perfekt. Erstmal muss ich diese Scheißviecher nämlich loswerden. Okay, dann werde ich natürlich schließlich das Tool schon wieder packt. Bam, bam, wow. Nein, nicht. Was denn? Wer denn? Alter, Leute. Hä? Was schießt denn hier? Danke. So kann ich nicht benutzen. Liegt hier noch irgendwo Munition rum? Oh ja. Hell. Na dann, komm mal her. Oh.
Das ist lieb, das ist auch lieb. Alter, wo kommst du denn schon wieder her? Ach nö. Okay. Wir sind wohl noch nicht fertig. Oh, ich habe da ein paar alte Freunde aktiviert. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir machen uns jetzt mal ein bisschen Multitasking. Ich gehe erstmal hier rein. Oh, Alter. Ha. Hier bin ich sicher. Oder auch nicht. Boah, Alter. Ja, spring doch genau bis nach Süden. Autsch. Na komm. Komm, komm, komm. Ich sehe nichts mehr. Alter, ja komm, leck mio, jetzt reiß mir langsam. Wo ist denn meine Scheiß... Was? Alter, ich wollte mit der Kettensäge eigentlich arbeiten. Aber stattdessen wechselte die Kettensäge einfach in eine verfickte Hand. Egal. War hier nicht noch einer? Na komm. Kannst mich mal... Nein, ich werde gleich. Also, das funktioniert irgendwie alles nicht ganz so. Ach komm. Ich muss jetzt mal weg. Tschüss. So. Alter, ich weiß immer nicht, wo ich die Fische hinlenken soll. Alter, ich sehe durch die Flammen einfach gar nichts. Was haben die eigentlich für Ultraschall-Super-HD-Geräte, damit die mehr sehen können als ich? Ja komm, leck mich. Ja klar, jetzt erreicht der mich natürlich wieder. Das ist doch alles, komm. Jetzt, ja, lass mich doch mal hoch hier. So. Gott, ey. Also daran müssen wir jetzt noch arbeiten, dass man über diese Dinger einfach nicht drüber kann und durch diese Flammen überhaupt nicht drüber gucken kann. Das funktioniert nicht. Ich meine, wenn, dann sollten die es bei den Monstern auch genauso machen. Dass die Monster quasi die gleichen Probleme haben. Aber so ist es echt hardcore unfair. Ja, lol, leck mich. Ja, bam. Wo denn? So. Hat noch irgendwelche hat noch irgendwer irgendwelche Anreize? Gott. So. Gut. Das haben wir soweit. Endlich. Wird ja auch mal Zeit hier. Ich dachte schon, muss ich jetzt Let's Play abbrechen, wo ich gar nicht mehr vorankomme. Was? Ach man, ich hasse diesen Splash Damage. Dankeschön.
So, wie sieht jetzt deine Munitionstechnik aus? Also das Ding ist fast voll, das Ding ist voll. Gut, das kriegt nämlich noch ganz viel Pinkies und so habe ich es auch in Erinnerung. Das heißt also, es wird gleich ein ganz schönes Mordsgemetzel. Raketen habe ich relativ wenig bis gar keine. Also ja doch, also ich habe noch welche, aber relativ wenig im Vergleich zu den anderen Waffen. Daher möchte ich die nicht so sehr einsetzen. Sind allerdings im Kampf gegen die Pinkies schon fast am stärksten. Ich glaube, ich setze doch einfach mal die Waffe hier ein. Mein schöner Raketenwerfer. Aber Fakt ist, ich speichere erstmal. Vielleicht funktioniert es nämlich auch so hier. Oh, da sind wir doch noch ein paar mehr, als ich dachte. Hilfe. Gut. Dann machen wir so. Ja. Jetzt mache ich mich da oben nämlich erstmal gegenseitig fertig, weil die Zombies die Pinkies angreifen und die natürlich das Licht kommt auch nicht sitzen lassen. Oh. Und da sind sie auch schon tot. So, weiter. Oha. Oh, Alter. Warum tappelt der mit dieser Kacksäge jetzt immer so rum? Wow. Ich habe noch genau 200% Leben. Meine Rüstung ist also weg. Na komm, komm, komm. So. Das habe ich demnach alles aufgefüllt. War das nicht ein Secret? Oh, jetzt habe ich das Ding aktiviert. Egal. 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 Okay. Ja, komm. Ach, scheiße, Alter. Ist das kacke. Ist das zum Kotzen. Kommt her. Kommt alle brav her. So. Goddammit. Also die Map, die ist schon ganz schön grenzwertig mit Doom for Doom. Die macht mit Brutal Doom wesentlich mehr Spaß. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr, ob die es jetzt hier geändert haben, weil jetzt diverse Objekte dann hinzugefügt haben oder ob ich einfach nur falsche Erinnerung habe. Aber du bist ja wirklich innerhalb dieser Tunnels, wenn du da über diese Schutthaufen gelaufen bist. Du bist da ja an jedem Dreck hängen geblieben. Vor allem schlimm waren ja auch noch die Flammen, weil die Gegner, die waren ja in den Waggons, wo es gebrannt hat. Oder die ganzen Flammen waren und dadurch hast du die Gegner nicht mehr gesehen. Die haben aber natürlich dich wunderbar gesehen. Also, da müssen sie echt noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das funktioniert so nicht. Zumindest nicht ohne. Andersrum. Zumindest nicht mit Spaßfaktor. So, Quick Save. Warum eigentlich? Ich mache jetzt gleich Quick Save. Hier kommt ein bisschen Story, bla bla. Könnt ihr schon pausieren das Video? Ich mache jetzt weiter. Und jetzt geht's aus dem Tunnel raus. So, das war's. Das war mal ein Video, was gezackt hat. Oh mein Gott. Na gut, bye bye.